So, willkommen zur letzten Folge in dieser kleinen Miniserie der Progression Games, Idle Games, also der Spiele, die man immer wieder von vorne beginnen muss, um letztlich voranzukommen, die also immer wieder einen Reset erfordern. Und ja, als sechste und letzte Folge in dieser kleinen Miniserie habe ich noch ein Spiel, das ziemlich neu bei Steam in dieser Kategorie aufgetaucht ist. Und noch eine Überraschung für euch, weil ich habe mein erstes Mal dort noch vor mir. Und ja, ich bin gespannt, was passieren wird und hoffe, ihr seid genauso interessiert. Also, welches Spiel? Wie heißt dieses Spiel? Crusaders of the Lost Idols. Ja, das Spiel befindet sich aktuell in Beta, auch wenn es nicht in Steam Early Access ist, sondern es ist eigentlich regulär dort angeboten. Und ja, die Entwickler bitten darum, nicht gehasst zu werden, weil sie eventuell größere Dinge dort ändern. Aber ja, einfach mal schauen, was... Vielleicht werde ich dann von diesem Spiel, wenn sich grundlegend mehrere Dinge geändert haben, auch nochmal eine neue Folge machen. Oder wenn bestimmte Sonderaktionen anstehen, so wie gegenwärtig, weil auch dieses Spiel ist aktuell in einer Halloween-Edition sozusagen aktiv, also beziehungsweise ein Halloween-Modus. Aber schauen wir mal, was dort aktuell der Stand ist und was wir dort anstellen können. Das Einzige, was natürlich ein bisschen schade ist, ist hier diese Geschichte mit den Rändern. So, also willkommen im Spiel. Ihr seht schon, ich habe eine neue Daily Quest bekommen. Ich soll den Firestorm wieder zweimal verwenden. Das ist natürlich im Moment etwas blöd, weil der braucht eine halbe Stunde, also 29 Minuten, 24 Sekunden aktuell als zum Abkühlen, also bis der wieder verfügbar ist. Aber nun gut, hier seht ihr aktuell sozusagen die Quests, die für mich verfügbar sind. Aber zuerst einmal das Besondere. Dieses Spiel ist auch sehr vielschichtig und aus meiner Sicht in der Hinsicht der Komplexität durchaus ungewöhnlich. Weil ihr seht hier unten gibt es auch so üblich irgendwelche Helden, die sozusagen mit mir... Also in dem Fall heißt es ja Crusader, die mit mir unterwegs sind. Aber das Besondere an diesen Crusadern ist, ich habe hier nur 10 von diesen Crusadern, kann ich hier sozusagen nutzen. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viele ich aktuell habe. Ich nehme mal an, dass es 20 sind. Also die sozusagen maximal möglich sind, genau. Also wenn ich mich jetzt gerade nicht verzählt habe, sind es eben genau 20 verschiedene Crusader, die möglich sind, aber ich kann eben immer nur 10 Stück oder maximal 10, ich kann natürlich auch weniger hier hinsetzen. Und diese Crusader beeinflussen sich noch. Zum Beispiel dieser hier gibt eine Heilung hier zu den nach vorne und alle, die näher bei ihm sind, also alle drumherum, bekommen einen 35% Bonus auf ihr DPS. Dieser hier bekommt, hier ist nochmal einer, der zusätzlich diesem Helden, dem Crusader hier vorne, 65% weniger Schaden ermöglicht. Dann dieser hier ist 25% mehr Gold für alle, die hier Schaden anrichten, wobei ich nicht genau weiß, wie das dann funktioniert. Ob die Crusader eigentlich vorne stehen müssten, wobei das auch keinen, oder halt hier vorne keine sein müssten und das dann, weil wenn ich die Crusader einfach laufen lasse und nicht mit der Maus drüber gehe, dann, sammeln die das sozusagen automatisch auf. Und ich vermute mal, dass, also ihr seht ja, das sind aktuell 118, wenn ich die jetzt mal wegnehmen würde, nur mal ganz kurz, dann ist wahrscheinlich erst, wenn die hier sozusagen dagegen laufen, aber nee, ich sehe im Moment keinen Unterschied, das heißt, das Einsammeln findet immer noch hier vorne statt. Ich habe mir aktuell hier schon einige Formationen sozusagen abgespeichert. Das eine ist diese Formation, die so den höchsten Damage hat, ohne dass ich allerdings Click-Damage verursachen kann. Die 1 habe ich mir abgelegt, wo mein Klick sozusagen maximal ist und, also beziehungsweise nicht maximal, sondern hier ist es eher Ziel, dass hier diese ganzen Skills verfügbar sind, weil das ist auch noch eine Besonderheit. Die Skills werden nicht einfach freigeschaltet, wenn ich sozusagen hier diese Updates oder Fähigkeiten für die einzelnen freigeschaltet habe, sondern nein, diese Skills stehen auch nur dann zur Verfügung, wenn er gerade hier vorne in meinem Team ist. Das heißt, ich brauche hier jeweils einen bestimmten Crusader, damit ich diesen Skill überhaupt hier im Spiel nutzen kann. So, genau, das zu den Crusadern. Also hier seht ihr, die Runden sind sozusagen, das erhöht den Schadenswert des Crusaders selber. Die dreieckigen sind sozusagen eine von diesen Fähigkeiten. Das heißt, er hat eine Fähigkeit, also dort, der Detektiv hat die Fähigkeit, das ist das mit dem Glas. Und dann gibt es noch diese Fähigkeiten hier, diese rechteckigen. Das ist im Endeffekt der Lumberjack, den ich zum Beispiel hier dann habe. Hier habe ich dann, mal vergleichen, genau, da habe ich versucht dann den Klickschaden sozusagen zu maximieren. Dafür verzichte ich aber zum Beispiel eben, dass dieser Skill nicht da ist. Das heißt, der König ist dann ausgetauscht und dafür habe ich aber einen höheren Klickschaden und auch einen höheren Gesamtschaden, eben aufgrund dieser Boni, die hier möglich sind. Also wie gesagt, erste dann möglichst alle Skills verwenden können, bis auf den hier, der ist aber sowieso so ein Instant-Modus wieder. Dann der zweite, maximaler Klickschaden und hier maximaler Schaden, sozusagen idle, würde ich das mal nennen. So, ich bleibe erstmal bei dem ersten, weil das brauchen wir ja eventuell gleich noch. So, also das soweit zu den Heldenfähigkeiten. Dann gibt es hier noch etwas, Experience Points. Die werden automatisch generiert, egal ob ihr online oder offline seid. Und zwar alle 5 Stunden wird ein so ein Punkt generiert. Aber dieser Punkt wird nur generiert, wenn er in eurer Formation ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt in offline gehe und immer in dieser Formation dann sozusagen im Idle laufen lasse, dann bekommt mein Klick-Mensch, sogar mein Click-Crusader, mit dem der das ja sozusagen bestimmt, der bekommt dann keine Experience Points mehr und damit von diesen Punkten erhöht nämlich nochmal die DPS um 100%, also jeder einzelne erhöht ihn um 100% und aktuell habe ich sozusagen schon 2800%, müssen wir das mit dem Multiplikator umrechnen, das heißt eben, ja klar, 28 ist ja leicht dann zuzuordnen, das heißt also er macht aktuell sozusagen den 28-fachen Schaden, den er machen würde, gegenüber, wenn er eben noch gar keine Experience Point hätte. Ich laufe jetzt mal hier in die nächste Ebene weiter und hoffe, dass die dort, ja, es sieht noch nicht so aus, als würden dort wirklich, als würde das ausreichen, deswegen aktiviere ich jetzt schon mal hier ein bisschen so das Klicken, damit ich den unterstütze und ich hier noch ein bisschen weiterkomme. Okay, dann kann ich aber schlecht mit der Maus was zeigen, also wieder zurück. Also das, was ihr hier noch seht, das gibt bestimmte Gears, also sozusagen Ergänzungen. Was ich noch nicht genau weiß, ist, was passiert, wenn ich mehr, also ich weiß schon, was dort passieren soll, das heißt, wenn ich mehr als 3 Gear bekomme, dann wird es auch nochmal gewandelt, dann bekommt man einen Enhancement Point, dann auch nochmal 25% erzeugt. Was ich allerdings nicht weiß, ist neben den verschiedenen Gears, die es sozusagen bekommt, ähnlich sozusagen wie die Artefakte, die nachträglich bei Clicker Heroes ergänzt wurden, ob die jetzt hier einen bestimmten Slot haben, das heißt, wenn ich die nächste Axt bekomme, dass sozusagen die Waffe immer hier liegt, aber es scheint eben nicht zu sein, weil hier gibt es Rost, gibt es einen Handschuh, hier ein Schild, hier eine Mütze. Also es scheint schon sehr unterschiedliche Elemente zu geben und wahrscheinlich ist es so, dass wenn irgendwas dann mehrfach auftaucht oder ich beziehungsweise eins mehr habe, als ich dort verwenden kann. Also eins mehr als die 3 Slots zur Verfügung haben, dann wird es wahrscheinlich einfach, werde ich einen auswählen können. Aber das habe ich bisher auch noch nicht gehabt, also deswegen so viele Gears habe ich noch nicht eingesammelt. Es ist so, wenn ihr einen von diesen Bossen im 5. Level gekillt habt, dann bekommt ihr nämlich eine Schatztruhe, in der Standardversion im Endeffekt 3 Karten drin sind, und diese 3 Karten können Gold sein, können andere Boni sein. Die sind zum Beispiel hier, weil hier gibt es noch weitere, ja, hier gibt es Ringe, Amulette, Münzen, die halt verschiedene Boni dann ermöglichen. Hier ist es anscheinend so sortiert, also hier seht ihr ganz klar, also hier die allgemeinen, dann die Ankommen, dann die Rare und hier wahrscheinlich Epic, ich glaube das letzte heißt dann eben Epic, genau, Epic ist sozusagen das höchste Gear, und dann eben DPS, Click Damage, Cooldown, deswegen sind die hier auch so komische, krumme Zahlen, und Gold Found. Aber hier ist es so, hier gibt es anscheinend keine Grenze, das heißt hier wird einfach rein multipliziert, ihr seht hier sind schon 3 mit 1% und macht insgesamt 3%. So, ansonsten soweit so normal, und ja, wie gesagt, das sind die normalen Fähigkeiten, das sind die Fähigkeiten, die andere dann betreffen, in diesem Karo und ja, und in diesem Dreieck, das sind die Skills, die man hier oben aktivieren kann. So, das hier eben die Dailies, also jeden Tag bekommt man ein Daily dazu, vorausgesetzt man ist noch nicht voll. Ja, jetzt wäre es an der Zeit, mal den Firestorm einzusetzen, einfach nur, damit er schon mal den Cooldown starten kann. Ich weiß noch nicht, ob wir tatsächlich eine halbe Stunde machen, beziehungsweise ich werde auf jeden Fall eine halbe Stunde machen, vielleicht werde ich irgendwo ein bisschen sozusagen pausieren, in der Hinsicht, dass ich dann den Teil überspringe. So, dass ihr dann nicht jetzt eine halbe Stunde warten müsst, bis diese Daily sozusagen abgeschlossen werden kann. Also jetzt erstmal hier die Feuersbrunst auslösen. So, damit ist sozusagen schon mal auf dem Weg zu weiteren 10 Diamanten. Das ist übrigens ja, von den Währungen her. Also es gibt natürlich klar das Gold, was ihr hier immer seht, einzusammeln. Hier gibt es leider auch keine Scientific Notation. Womit das sozusagen einfach sprechender ist, weil wie gesagt, ich mag diese Buchstaben nicht, die sind alle so unsprechend. Dann geht es von einem kleinen Q zu einem großen Q und das ist alles nicht sehr, sehr plausibel. Also beziehungsweise schlecht vergleichbar, was es auch noch bedeutet. Und ja, das Ganze befindet sich ja eben ohnehin noch in der Entwicklung, von daher ja, bin ich sehr gespannt, was sich alles noch ändert und inwieweit sich auch der Benutzerkomfort verbessert. Weil was im Moment ziemlich schwierig zu beurteilen ist, das zeige ich euch mal am Beispiel von einem. Hier steht im Moment, der hat 405 Millionen DPS, also Millionen Schaden pro Sekunde. So, wenn ich den jetzt einfach gegen einen austausche, dann seht ihr schon, oh, der hat jetzt plötzlich 2,91. Natürlich, das ist einmal, weil hier ein Bonus drauf liegt, aber nicht nur der Bonus ist es. Und das Problem ist auch, ich kann es jetzt hier im Endeffekt nicht mehr vergleichen. Das heißt, jetzt steht hier der neue Zahlenwert, das heißt auch bei einem, der hier schon drin steht, steht letztlich der Zahlenwert, den er hier in der Formation aktuell hat, aber ich weiß nicht, was sein eigentlicher Schaden ist und wie hoch sozusagen, also es ist schwer, das Ganze zu vergleichen und nicht alles bloß mit Try and Error hier letztlich dann ausprobieren zu müssen, okay, wo kann ich jetzt wen hinstellen mit den Boni und bringt es mir mehr, wenn ich jetzt zum Beispiel den Lumberjack hier in der Reihe habe, ist es sinnvoller, den in eine andere Reihe zu stellen, aber wichtiger, dass, oder zum Beispiel, okay, der ist jetzt nicht hier drin, aber zum Beispiel, genau, der hat alle, die hier ihn umgeben, ist es sinnvoller, den dann lieber nach hinten zu stellen, aber dann verliere ich natürlich den Gesundheitsbonus und so weiter und so fort. Also da gibt es dann ja tatsächlich einige strategische Entscheidungen, die ich bisher bei den Clicker-Spielen letztendlich gar nicht gab. Da gab es ein bisschen Strategieoptimierung und so weiter, wie man jetzt im Endeffekt schneller bestimmte Ziele erreicht. Aber dass man jetzt tatsächlich seinen Klickschaden sozusagen davon abhängig hat. Also zum Beispiel, ihr seht ja, dass ich jetzt aktuell meinen Klicker nicht drin habe. Und wenn ich jetzt versuche zu klicken, dann lachen sich die Monster einfach kaputt. Also nicht wirklich kaputt, weil den Schaden, den die erhalten, sind natürlich von meinen Helden, aber durch mich bekommen die in dem Moment keinen Schaden. Da fühlen sie sich halt eher gekitzelt. So, also soweit, wie gesagt, zu den Helden, die verschiedenen. Genau, das hier ist der Shop, also wie gesagt die Rubis, die ich jetzt hier auch mit den Dailies bekomme. Das ist das, womit das ganze Ding letztlich finanziert werden soll. Also man kann mit Rubinen auch eine Juwelenschachtel kaufen, aber braucht man eben 100. Wie ihr schon gesehen habt, sind aber im Verhältnis dann doch, also wahrscheinlich braucht man 10 Tage oder so weiter, etwa in der Größenordnung, beziehungsweise alle 3 Tage sich dann einmal reinbegeben, um diese Dailies zu machen und sich dann so nach und nach Kisten freizuspielen. Was ich noch nicht weiß, ob nach dem Reset, ob man die Kisten tatsächlich nur das allererste Mal bekommt oder auch sozusagen danach nochmal, weil das ist das, was ich mit euch teilen werde. Und zwar mein erster Weltreset an dieser Stelle. Ich bin nämlich noch nicht, also ich habe noch keinen Weltreset gemacht, deswegen grinde ich hier auch immer noch an 91 bis 93 rum und komme hier noch nicht wirklich weiter, weil meine Leute einfach zu schwach sind. Das Interessante hier an der Stelle ist, die Idols, also das ist anscheinend noch nicht da, also sozusagen das, worum sich dieser Crusader of the Lost Idols eigentlich dreht, ist noch nicht fertiggestellt, in der Hinsicht, dass ich die Idols wahrscheinlich noch nicht ausgeben kann. Aber natürlich erhöhen sie schon den DPS, was natürlich auch erstmal wichtig ist, eben ja, die klassische Währung, also die Idols sozusagen, die bei einem Reset hier steht, glaube ich, noch nichts davon, nur dass ich eben... Was auch ziemlich lange gedauert hat, bis man eigentlich das Geld hat, weil das kostet 500 eben mit dem großen Q, bevor man dorthin kommt. So, ja, also ich war bei den Dailies. Hier noch die Achievements. Bei den Achievements ist es insoweit lustig, weil ihr zum Beispiel hier geht es um das Klicken. Ihr bekommt immer nur das nächste Achievement angezeigt. Also, als ich hier sozusagen die ersten 1000 noch nicht erfüllt habe, also als der noch offen war, ist der auch noch nicht angezeigt worden. Das heißt, es ist nicht so ganz klar, wie viele Achievements es tatsächlich gibt. Ich bin jetzt auch nicht ganz sicher. Ich glaube nicht, dass sozusagen alle Achievements sozusagen übertragen werden. Also es gibt, also die Achievements, die man bei Steam sieht, sind mit Sicherheit nicht identisch komplett mit dem, die letztlich hier sind, weil ich habe, glaube ich, bei Steam noch gar keine für das Spiel erhalten, während ich hier natürlich schon einige erfüllt habe. Also wie ihr seht, hier wieder das klassische eben Klicken, dann gibt es hier einmal das Geld. Das ist einmal das Geld erhalten und dann ist es aber auch nochmal das Geld sparen, also sozusagen horten, eine bestimmte Menge. Und hier sieht es schon hier diese, wie gesagt, 1b, dann 1q klein, 1q groß, dann gibt es 1n, wieder in klein und so weiter. So, danach kommen letztlich die Bosse, also die werden wie gesagt auch immer erst freigeschaltet. Ich gehe davon aktuell aus, dass es letztlich... Das Spiel sich auch nach 100 Leveln wieder wiederholt, aber hier sind sozusagen die Bosse, die sozusagen nach und nach gespielt worden sind. Und jetzt bin ich eben bis 92 bisher gekommen, der 93er ist noch nicht abgeschlossen. Und letztlich geht es darum, den 95er Boss zu killen, was ich eben noch nicht schaffe und auch wahrscheinlich in diesem, ja, auch hier nicht genug Geld zusammenbekomme, um das tatsächlich hier hinzubekommen. So, also hier dann die Monster Kills, wo ich jetzt aktuell sozusagen auf dem Weg zu den 100.000 bin, genauso bei den Bossen auf dem Weg zu 2.500. Da ist es im Endeffekt wahrscheinlich, kann man schon mal ein bisschen beschleunigen, gehen wir einfach mal dahin und gucken, dass da ein paar Bosse abgemoxt werden, während ich euch hier noch ein bisschen was erzähle, ruhig mit ein bisschen höher. Wenn die so schnell kaputt gehen, dann können wir das auch auf der höheren Ebene starten. Weil das ist auch, also da, ja, da komme ich gleich noch ein bisschen dazu. Es ist interessant, dass die Level durchaus abwechslungsreich aufgebaut sind. So, also wie gesagt, das hier sollen jetzt die Bosse sein. Wie gesagt, der Boss kommt nicht direkt, sondern es gibt hier eine ganze Menge Vorläufe, wie ihr gerade gesehen habt, bis dann dieser große da auftaucht, der Jimbo. Das heißt, ihr müsst erst noch ein paar von den kleinen Bossen sozusagen killen, so mal eben so reinraschen, ein bisschen mit seinen Skills hier machen, ist nicht, weil ihr müsst die anderen anrasenden Viecher da auch noch überleben. Und erst dann, wenn der Boss wirklich auf der Karte ist, lohnt es sich, die Skills einzusetzen, damit er möglichst auch geschwächt wird. Aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. So, das sind im Endeffekt zu den Crusadern, dass man jetzt alle 20 freigeschaltet hat, dann die Crusader Levels zu kaufen. Klar, ich habe jetzt schon einige Upgrades auf die Crusader gemacht. Da geht es dann jetzt als nächstes 10.000 weiter. Dann Treasure Chest, also Schatzkisten, Schatztruhen. Davon habe ich bis jetzt erst 18 gefunden. Auf jeden Fall ist es auch lustig, die sieht etwa, also ich stelle mir vor, die sieht so aus wie, oder umgekehrt, also bei Terry Pratchett gibt es ja auch diese wandernde Truhe und irgendwie so vom Gefühl her sieht die so ähnlich aus. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch so viele Beinchen hat, aber auf jeden Fall, ja, vielleicht seht ihr ja heute noch eine, dann werdet ihr den Vergleich vielleicht verstehen. So, Save the Box, dann, es gibt eben die normalen Treasure Chests. Achso, Moment, sind das jetzt die... das sind nicht die... Das ist nicht die normale Chest, deswegen, ich habe mich schon gewundert. Also das ist nicht... wird es wahrscheinlich beim Boss-Level nicht geben. Mal gucken, vielleicht taucht der hier irgendwann auf. Also weil es gibt natürlich auch hier eine Kiste, in der es halt etwas mehr Geld gibt. Sondern es geht hier um diese... Hier, die Silver Chest letztlich. Das heißt eben, ja, wenn sie das erste Mal getötet werden, die Bosse, wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob das erste Mal gilt generell nur in, also in der aktuellen Welt oder generell sozusagen über alle Welten hinweg. Und dann die Juwelen-Chests, die man letztlich eigentlich nur kaufen kann oder eben durch andere Sachen bekommt, bekommt man dann 5 Karten. Und ja, die Juwelenkisten, die Schatzkisten kann man letztlich eben durch Rubis, was ja auch passt, dann kaufen. So, also zurück zu den Achievements. So. Okay, wir sind jetzt wieder vorne. Hatte nochmal nach hinten scrollen. Weil, genau, dann gibt es eigentlich, das waren diese Dinger hier. Also die normalen Kisten habe ich sozusagen schon 18 aufgemacht. Muss ich mal überlegen, wieso das jetzt so viele sind. Ja klar, alle 5 Level, 16 und dann gab es, glaube ich, genau, also bis 9, 18, ja, kommt genau hin. Also es gab noch keine Bonuskisten oder sowas als Belohnung, sondern es sind tatsächlich dann über die freigespielten 90 Level und 90 Endbosse, die besiegt worden sind, genau die 18 Kisten. Aber diese eine Juwelenkiste, die ist sozusagen einmal noch, oder die zählt wahrscheinlich hier einfach mit rein, aber eine davon ganz am Anfang wurde zur Juwelenkiste gemacht, einfach um zu zeigen, dass es die gibt. Ja, und hier sind letztendlich sozusagen Achievements. Das heißt, ja, wie viele ihr freigeschaltet habt. Aktuell bin ich auf dem Weg zu 75, das heißt, das Achievement zu achieven ist ein Achievement, haha. Ja, so, okay, das sind DPS-Werte, das heißt, dass wir den Leuten mächtig auf den Kopf hauen können. Genau, also ein S-DPS wäre dann jetzt die nächste Stufe und dann Complete Area 110. Genau, we have been here before, das heißt, also ich gehe davon aus, dass sich eben bei 110 das Ganze bereits wiederholt. Und deswegen, das ist so, dann Crusader-Upgrades, das sind dann diese kleinen unten drunter. Ja, dann auf dort wieder 500, dann im Endeffekt wie viel von diesen Loot-Teilen, also das ist eben das, was man aus den Kisten bekommen kann. Wie gesagt, das können auch einfach Goldkarten sein. Dann eben Common Loot, Uncommon Loot, habe ich 4 von 5 bisher und einen Rare und genau, Epic habe ich halt noch gar keine gefunden. So, da sind jetzt noch ganz viele, die überhaupt nichts. Gut, das ist im Endeffekt nochmal eine Sammel, eben alle verschiedenen Loot-Sorten zusammen. Und okay, ich habe mir einmal die Critics angeschaut. Und das hier sind jetzt, ich glaube, das ist nämlich das, was ich nämlich auch ausprobieren will, was ich mir noch aufgehoben habe. Eben, wie gesagt, gibt es dieses Halloween-Event, was ihr hier noch die ganze Zeit leuchten seht. Emo's New Moon, werde ich gleich drauf gehen und dann... ja, bin ich gespannt, dort ein paar Sachen freizuschalten. Wie gesagt, ich brauche 17.000 Carnival-Tickets. Ich hoffe, das sind letztlich diese hier. Also das, was ich hier schon eingesammelt habe, das ist sozusagen die Information eben zu diesen Spezial-Quests. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das hier unten, Recruit Bendy, Recruit Jack, das sind zwei neue Helden. Das heißt, es gibt dann nicht nur 20, sondern es gibt dann tatsächlich 22. Beziehungsweise die, soweit ich das verstanden habe, ersetzen sozusagen zwei andere und zwischen denen kann man dann irgendwie hin und her wechseln. Aber das weiß ich eben auch noch nicht, wie das genau funktioniert. Dann kann man noch die Ausrüstung für die beiden kaufen. Also beziehungsweise eben nicht kaufen, sondern möglichst freispielen. Und dann 17.000 Candies ausgeben, genau. Und 20 Enemies und Screen und dann alle noch besiegen. Also da bin ich mal gespannt, wie das funktionieren soll. Aber ja, das sind so die kleinen Herausforderungen. Soweit, genau, hier ist es, sind diese unteren 6. Dann sind das hier, okay, Karnevalticket, das heißt, das ist dann tatsächlich noch was anderes. Eventuell haben sie hier für Fasching noch was vorbereitet, weil ich hoffe nicht, dass das schon vorbei ist. Recruit Jack, Wendy, Pete, Mr. The Monkey. Also ich denke mal, das sind dann auch so ein Spezialevent und das sind eben die aktuellen Kürbisgeschichten. Dann vielleicht planen sie auch ein, das sozusagen jedes Jahr zu wiederholen. Genau, auf jeden Fall ist hier eben, weil das hier sind die normalen Chests, wo ich ja eben schon mit diesen Sachen drin war. Und hier ist eben Emo's New Moon, das heißt hier 15.000 von diesen Bonbons, kostet im Endeffekt eine so eine Spezialkiste. Und dann bekomme ich hoffentlich auch so einen goldenen Epigier mit dazu. Ich hoffe, das ist nicht nur, wenn man eine Kiste kauft, sondern auch, wenn man die normalen Kisten kauft. Also, wenn man die über die sozusagen In-Spiel-Währung. Das heißt, ihr seht auch schon, dass da eben verschiedene Sachen sind. Also neben dem Gold sind aktuell eben diese Candy-Währung dort aktiv, die hier eingesammelt wird und dort angezeigt wird. Dann gibt es eben ganz klar die Rubis, die sozusagen generell laufen. Und es stand jedenfalls so ein bisschen erläutert, dass wenn ich jetzt ein Weltreset mache, habe ich entweder die Möglichkeit oder ich komme automatisch in die Möglichkeit, diese Halloween-Quests letztendlich zu erledigen. Allerdings muss ich dazu wiederum das hier noch irgendwie diese Daily Missions sozusagen fertig bekommen oder wegbekommen, weil wenn ich keinen Platz habe, dann funktioniert das wohl auch nicht. Deswegen bräuchte ich hier jetzt noch 13 Minuten. In der Zeit gucken wir uns mal noch das letzte hier an. Hier sind noch ein paar Statistiken. Hier ist nochmal das mit dem Loot im Endeffekt aufgeführt, Gold und so weiter, Resets. Und irgendwo, genau, Reset ist noch 0. Wie gesagt, ich habe noch kein Reset gemacht. In dem Moment, wo ich jetzt den Reset machen würde, gehe ich aber davon aus, sollte ich ziemlich schnell in der Lage sein, auf jeden Fall die beiden Dailies abzuschließen. Ich hoffe mal, dass das jetzt ruckzuck geht. Und neben diesen normalen Skills, die von den Figuren abhängen, gibt es hier auch noch Sachen, die sozusagen so Art Bonustränke, Bonuskarten sind, die man ausspielen kann, die auch in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, eben Uncommon, Rare, sozusagen verfügbar sind. Das sind sozusagen die Karten, also neben diesen Karten, die in den Kisten gefunden werden und Gold, Boni, eventuell können sogar nochmal Diamanten, wobei es keinen Sinn macht, in einer Kiste, für die man für Rubis kauft, Rubis zu finden, aber möglich ist alles. Auf jeden Fall, ihr seht hier die Rare Buffs, sozusagen Common Buff, das sind auch Karten, die in diesen Kisten gefunden werden können. Ich habe noch keinen davon eingesetzt, ihr seht ja, dass die in der Regel 2,5 Minuten dauern und dann eben verschiedene Bonusse auf eben DPS haben, hier DPS, hier Click Damage, dann Critical gesteigert, die Geschwindigkeit der Monster. Es könnte vielleicht interessant sein, eben um diesen 20ern zu schaffen, wenn man das alles ein bisschen knapp macht und dann schaut, dass die Monster möglichst schnell kommen und danach erst wieder jemanden hier reinsetzt, bevor dann der dann in der Lage ist, die Monster zu killen. Beziehungsweise ich kann es ja... Das macht wahrscheinlich wenig Sinn, aber ich kann es mal hier vorne ausprobieren. weil ich kann ja auch einfach sozusagen alle Monster rausnehmen, also beziehungsweise nicht alle Monster, sondern ich kann meine ganze Gruppe leer machen und sagen, okay, ich brauche jetzt mal keinen einzigen von euch und lasse jetzt einfach mal die Monster anlaufen und bin mal gespannt, wann sozusagen diese... Aber hier seht ihr jetzt schon, ich kann den... Kann ich den auch reaktivieren? Also muss ich mal schauen. Also gut, der Clicker hat jetzt natürlich ziemlich wenig Power. Die sammeln sich alle bei dem. Und sobald ich jetzt einen von den hohen reinsetze, dürfte das wahrscheinlich dann kein Problem sein. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt schon 20 habe. Ich habe nicht mitgezählt. 4, 5. Am besten setze ich den rein, wenn es sozusagen anfängt kritisch zu werden. Wenn er irgendwie so unter 300 fällt oder irgendwas, weil dann sollte das ja ziemlich schnell aufzulösen sein. So, also bei 300 setze ich ihn rein und dann gucken wir mal, ob es tatsächlich so einfach ist. Okay, es ist nicht so einfach, weil ich bekomme den nicht reingesetzt. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber hey, ich kann trotzdem wegklicken. Also gut, es funktioniert auf jeden Fall in dieser Art und Weise. Jetzt setze ich mal wieder alle wieder rein. Der heilt nicht. Oder er heilt zumindest ziemlich langsam. Naja, es ist in dem Moment, wo ihr ein Level wechselt, also werden auf jeden Fall alle sofort wieder geheilt. Und das ist natürlich auch nochmal interessant, dass tatsächlich auch der Schaden dann und dass ihr nach und nach dann sozusagen gekillt werden. Und wenn ihr aber das Level dann trotzdem noch schafft oder halt lang genug überlebt, dass hier diese Objectives vervollständigt werden, dann könnt ihr trotzdem ins nächste Level wechseln. Genau, und hier eben auch nochmal zu der Besonderheit ist, sozusagen für jedes Level gibt es irgendeine Form, ich weiß noch nicht, wie generisch die sind. Hier sollten eben 12-mal Rosmarin selektiert werden. Dann, also hier sollten irgendwelche Dinge einfach nur gesammelt werden. Später ist es so, an manchen müssen einfach nur eine bestimmte Anzahl von Monstern. Genau, ich denke, hier mussten einfach nur 10 von den Dinosauriern gekillt werden. Das seht ihr auch mit den Totenköpfen. Und bei manchen ist dann tatsächlich auch einfach nur ein einzelnes Objekt, das gefunden werden soll oder gesammelt werden soll. Gut, bei den Monstern, also bei den Endbossen ist natürlich generell zu sagen, ja, dann müsst ihr einfach so lange warten und den Endboss schaffen zu killen. Gut, hier sind auch 25, die sozusagen zu killen sind. Und das ist zum Beispiel... Deswegen, obwohl ich zum Beispiel hier in dem letzten Level nur mich schwer behaupten kann, ist es trotzdem so, dass ich hier Stück für Stück, wenn ich halt die Zeit investiere, mit der Unterstützung hier nach und nach die Objectives erfüllen kann. Also oben 4 von 11 habe ich ja schon gesammelt. Und meistens ist es so, dass hier mein Chef ganz lang genug durchhält. Genau, jetzt habe ich gerade wieder schon den zweiten, also beziehungsweise den 5. in dem Fall, eingesammelt. Das Einzige, was hier ein bisschen schlecht ist, ist, zum einen ist der Klickschaden recht begrenzt, weil ich kann hier sozusagen nicht maximal klicken, so wie bei den anderen Klickern, sondern es braucht 25 Millisekunden Abstand etwa zwischen Klick und Klick, damit das überhaupt adäquat angenommen wird von dem Spiel. Und ihr seht schon, die räumen jetzt schon auf mit meiner ganzen Crusader-Bande. Und dann wird man automatisch letztlich sozusagen ein Level zurückgeschickt und sagt, ja, ihr seht jetzt auch hier wieder, dass ich keinen Schaden mehr anrichten kann. Wenn mein Clicker, wenn der hier im Endeffekt gekillt wurde, dann kann ich keinen Schaden mehr anrichten. Und ja, das was ein bisschen ärgerlich ist, dass zum einen natürlich mein Click-Damage nur auf ein Monster ist. Das heißt, ich kann hier auch nicht so eine Gruppe versohlen, obwohl das so ein schöner großer Bogen sozusagen ist. Und was eigentlich das Ärgerliche ist, ich kann nicht gezielt ein Monster angehen. Also hier seht ihr noch, klar, hier kann ich gezielt ein Monster auswählen, aber wenn die dann hier alle vor meinem Crusader stehen, vor dem hier, und sich dann hier häufen, dann ist es mir kaum noch möglich, sozusagen an einem dran zu bleiben. Das heißt, so wie jetzt, dass der dann sozusagen getroffen wird. In dem Moment, wo die hier alle vorne zusammenlaufen, da seht ihr jetzt gleich, dass dann so 2, 3, 4, die dann so langsam übereinander stehen, dann ist es schwierig möglich, okay, wie schaffe ich es jetzt, dass sozusagen an dem ich gerade dran war, tatsächlich, ja, ich wirklich den treffe und nicht hier zum Beispiel jetzt in den Grünen abgelenkt wird, sondern irgendwie so darunter, so knapp drüber und so weiter. Ja, das sind sozusagen dann so die kleinen Feinheiten, von der ich hoffe, dass so nach und nach in der Entwicklung natürlich das noch ein bisschen verbessert wird, dass ja irgendwo dann der Spielspaß größer ist, damit ich dann auch so einen Bezug habe, weil hier, ich sehe dann nicht mal mehr, welchen von denen sozusagen, also zumindest ist den ich ursprünglich getroffen habe, verdeckt. Ich kann dann nur hoffen, dass ich irgendwo hier einen erwische, der zumindest so weit runter geht, damit er eben meinen Crusader auch entlastet. Wie ihr seht, habe ich jetzt schon 11. Das heißt, es könnte sogar knapp werden, wenn ich hier noch irgendwie den einen oder anderen kille, wenn da jetzt nochmal eins drin ist. Ja, wie ihr seht, ich sehe zu wenig, welcher von denen knapp genug ist, und jetzt habe ich keinen Schaden mehr. Also dann lieber gleich einen zurück. Kann ich die Sache auch abkürzen, indem ich einfach dort draufklicke. Und letztendlich brauche ich ja jetzt eben, wie ich ja schon gesagt habe, nur noch diesen einen dort zu erfüllen, und dann kann ich trotzdem weiter, obwohl ich eigentlich kaum in der Lage bin, tatsächlich ohne größere Unterstützung ja, das Level hier zu schaffen. Aber so kann man sich sozusagen zum Ende noch das eine oder andere, denke ich, vorhangeln. Und okay, damit ist die Objective complete und ich kann zur nächsten Area wechseln. So, hier ist es natürlich noch schwieriger, also ihr seht schon, wie stark das zunimmt, aber das ist ja auch der Sinn der Sache, sonst müsste ich ja den Neustart nicht machen. Und genau den machen wir jetzt auch, lange versprochen. Hier müsste ich jetzt 30 von den Dingern einsammeln, das ist mir jetzt zu lange. Und ja, das heißt, ich habe den zwar gekauft, aber ich kann den nicht da oben auslösen, sondern ich muss den hier auslösen. So, Reset-Warning. Ja, also das wird mich zurückbringen. Ich habe aktuell 11 Idols. Also da werde ich gleich nochmal gucken, ob ich nicht die anderen 250 da noch zusammenbekomme. Dann komme ich zumindest 12. Weil aktuell scheint es ja noch... Okay, das machen wir jetzt erstmal noch. Gucken wir mal... also gehen wir mal in eine ruhige Gegend zurück, in der sozusagen das ohne Probleme möglich ist. Und ich gucke jetzt mal, wo ich hier noch Updates machen kann. Also, die sind schon S, das heißt, da ist sozusagen das Geld ruckzuck alle. Jetzt gucke ich mal noch so ein bisschen alles, was ich so updaten kann unter S. Sollte ja dann durchaus möglich sein. So, das ist T. Da ist auch, genau, da kann ich immer noch 100. Auswählen, das war es dann, glaube ich, schon. Die sind auch bei Q, Q, S, Q, S, so. So, jetzt sind im Endeffekt alle, die ich upgraden wollte, ja, bei S. Dann kann ich hier zumindest auch gleich mal noch das für das Achievement sozusagen sammeln, weil, ja, wenn ich das eine Achievement oder das nächste Achievement freischalte, erhöht das ja auch meistens meine DPS, was auf jeden Fall immer hilfreich ist. So, dann habe ich letztlich alle Upgrades sozusagen gekauft, die überhaupt kaufbar sind. Also, was hier noch dazu kommt, also es gibt immer das letzte... ja, das letzte Upgrade, was hier sozusagen zur Verfügung steht, ist dann immer das 200er Level. Also ab 200 gibt es dann sozusagen diesen Multiplikator. Alle 25 Level wird dann die DPS auch wieder mit 4 multipliziert, so ähnlich wie bei Clicker Heroes ja das auch gewesen ist mit dem Damage-Multiplikator. So, hier ist alles gekauft. Die haben alle... Also hier nehme ich mal noch die kleinen schon mal mit, die sozusagen im einstelligen S-Bereich sind. So, die haben alle 100, der hat 17, das ist dann auch schon wieder ein bisschen größer. Ja. So, die hat auch nur 2, der hat 13. Okay, 73 ist jetzt dann ein bisschen viel, weil dann wäre ich wahrscheinlich sofort, also bin ich ja fast pleite, was die, das zusammengesparte Geld aktuell angeht. Aber mehr gibt es hier jetzt ohnehin nicht zu tun. Und ich weiß nicht, ob ich den jetzt erst noch bezahlen muss, aber wahrscheinlich schon. Deswegen ist es ganz gut, eben die Währung lieber noch aufrechtzuerhalten, weil es wäre ja ziemlich ärgerlich, wenn wir jetzt irgendwie noch eine halbe Stunde grinden müssten, um letztlich dann doch ins nächste Level wechseln zu können. So, was ich jetzt gleich noch machen werde, da wir jetzt bloß noch 36 Sekunden brauchen, werde ich jetzt gleich den Firestorm nochmal einsetzen. Und ja, jetzt mal überlegen, ob ich in der oder der Formation bleibe. Ich denke, ich bleibe in der, wo ich auch den maximalen Klickschaden habe. Weil das sollte sich dann soweit ja, rechnen. So. Werde ich jetzt mal noch ein bisschen sagen, den selber mitklicken, auch wenn es jetzt auf die 4 Sekunden da eh keinen Einfluss hat. Aber dann werde ich das auf jeden Fall hier hinten einsetzen, in der Hoffnung, dass ich damit dann zumindest ein bisschen, naja, obwohl es ist an der Stelle natürlich egal, weil wir sowieso gleich den Reset machen. Aber dann, so, hier seht ihr dann die Rubis, die dort dann sozusagen hier ins Spielfeld fallen gelassen werden. Das sollte aber kein Problem sein, selbst wenn ihr gerade sterbt oder sonst irgendwas. Die Sachen gehe ich zumindest davon aus, so habe ich es bisher immer gesehen, dass auch Gold und alles, was noch lag und was noch nicht eingesammelt wurde, trotzdem eingesammelt wurde automatisch, selbst wenn ihr sozusagen nach hinten gedrängt werdet und in ein älteres Level zurückwechseln müsst. So, und jetzt aber. So, also wir haben jetzt statt 11 haben wir immerhin 16 und wir sind gerade über 8000, das heißt, es passt sehr, sehr gut. Und genau, also die Achievements werde ich behalten, das Loot, die Kisten, die Erweiterungspunkte, also die hier sozusagen angelernt wurde, und die Rubinen. Na dann, also auf zum Reset. Also jetzt bin ich gespannt, wie ich jetzt... aha. So, okay, press the Shiny Button. Und eine neue Welt. Oder wie? Okay. Wäre vielleicht jetzt interessant gewesen, doch mal zu hören, was für einen Sound das Ding hat. Will ich gleich nachher mal noch euch die Kostprobe geben, was und wie dort überhaupt Sound ist. So, Getting Started ist jetzt complete und ich habe jetzt 100 Rubis, die ich mit Sicherheit nicht bei jedem Neustart bekomme, weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass die so viel davon rausgeben. Aha, das ist ja interessant. Das heißt, das heißt, so sieht es dann letztlich aus. Also wie gesagt, das ist jetzt auch für mich neu. Das heißt, ich kann jetzt hier sozusagen dieses Emo's New Moon auswählen. Das geht nur 9 Tage, 17 Stunden. Und was ich gelesen habe, auch wenn man das jetzt aktiviert hat und diese Zeit abläuft, man kann in diesem... in dieser Kampagne, so wie es heißt, sozusagen weiterspielen. Also man kann diese Dinge... kann ich auch anklicken. So, genau, 100 Candies, also ich habe hier schon 6000 irgendwie, genau hier steht 6000 eingesammelt. Das heißt, das kann ich auf jeden Fall starten und ich bekomme Wendy the Witch, wenn ich, wenn ich eigentlich was. Wahrscheinlich, wenn ich das dann auch neu starte. T to Area 100 with a real witch. Okay, so, das bekomme ich, wenn ich Area 100 schaffe. Das bekomme ich, wenn ich Area 125 mit dorthin komme, dann 150 und Free Play. Play without an objective. No red rubies, I give you Adresse. Okay, das heißt, wenn ich einen von diesen Objectives sozusagen durch habe, also wenn ich einen von diesen Aufgaben gelöst habe, dann bekomme ich generell am Ende solche Rubis oder solche Belohnungen. Wobei hier steht ja eigentlich Andere Belohnung. Okay, das heißt, hier habe ich die 100 Rubis bekommen. Okay, das heißt, hier wird dann langsam klar, das war sozusagen die Aufgabe, die Welt zu resetten, das habe ich ja jetzt gemacht. Das heißt, hier muss ich Level 100 erreichen, dann bekomme ich tatsächlich auch wieder 100 Diamanten, aber die nächsten Level werden letztlich immer erst freigeschaltet, wenn ich das einmal durchgespielt habe. Das ist sozusagen dann das Ende, wo es dann auch keine Rubis mehr gibt. Sehr interessant. So, die Frage ist, wie bekomme ich denn eigentlich später an diese hier ran? Das sind wahrscheinlich ja, irgendwelche Spezialaktionen. Ghostbird, Pirate. Naja, auf jeden Fall gibt es da noch einiges zu erwarten und wie ihr seht, sind hier dann auch, das sind 10, 13, das sind 9. Das heißt, auch die Anzahl verändert sich letztendlich, wie viele Leute ich mitnehmen kann. Das sind dann 12, das heißt, ich kann eigentlich dann die 2 neuen, die ich eigentlich hier bekommen soll, machen. Also machen wir uns auf jeden Fall mal auf die Suche und ich schaue mir mit euch auch ganz neu die, also für mich auf jeden Fall ganz neu, vielleicht habt ihr sie selber alles schon gespielt. One more time, you have reset progress change for idols. Okay. So, klick. Unterstützen wir gleich mal ein bisschen, damit es hier automatisch oder beziehungsweise damit es weitergeht, weil was bisher noch nicht geklappt hat, war letztlich ja, Level 100, das automatischen Fortschritt zu generieren. So, aber ich werde jetzt hier einfach dann mal weitermachen. Und ja, also den Lumberjack habe ich jetzt auch schon. Die lässt sich nicht verschieben. Aber was ist deren Bonus? Die Decrease Base DPS of Crusaders next to Wendy. Was? Die Decrease Base DPS of Crusaders? Also für jeden. Welchen Sinn macht das denn? Also wenn da 10 auf dem Screen sind, dann habe ich 20% weniger. Das macht überhaupt keinen Sinn. Naja, dann stelle ich die mal lieber nach hinten und schaue, dass ich mit den anderen arbeite. Wie viel Geld haben wir denn aktuell eingesammelt? Okay, aber was hier jetzt ist, also es stand zwar da, dass ich hier die Dinger behalte, aber anscheinend gilt es auch nur pro Kampagne. Das heißt, in dieser Kampagne, okay, die Sachen habe ich behalten. Aber die Experience Points sollen doch eigentlich auch erhalten bleiben. Also gut, das Zeug ist da. Hier im Shop werde ich jetzt mal losgehen, weil ich will nämlich auch endlich die Jim the Lumberjack, okay, für den ist das dann, werde ich nämlich die erste Kiste kaufen und damit hoffentlich auch die Axt bekommen. Ah, okay, das habe ich mir fast gedacht. Das heißt, wenn ich kein Geld ausgebe, bekomme ich auch die epischen Sachen nicht. Das war ja... Naja. Okay. Dann ist es letztlich auch egal, ob und wann ich die Kiste kaufe. Okay, du sollst einen Bundle kaufen. Dann dürfte das gleiche hier wohl auch der Fall sein. Das heißt, nur wenn du wirklich echtes Geld ausgibst, bekommst du die Epic-Teile. Was ich eben jetzt noch nicht weiß, angeblich sollten die exklusiv sein. Das heißt, die gibt es sozusagen dann nur gegen Echtgeld. Das ist dann schon, naja, das hat so einen ja, Pay-to-Win-Charakter. Auch wenn man hier natürlich vom Idle-Game sowieso egal ist, das kann man spielen, wie man will. Aber das ist dann doch schon so ein, hat ein bisschen Geschmäckle, ne? Aber okay, die wollen Geld verdienen und jeder muss sich überlegen, mit welchen Strategien er sozusagen an das Geld von mir oder euch kommt, damit letztlich das Ganze in irgendeiner Form funktioniert und auch länger sozusagen zufriedenstellt. Aber gut, jetzt geht es erstmal darum, so ein bisschen ja, hier mit den sozusagen ja, einfach mal in Schwung zu kommen, dass es hier auch weitergeht. Ja, Weil das, was immer noch nicht funktioniert hat, okay, jetzt ist der Auto-Progression enabled. Weil das hat sich eben in diesem ersten Durchlauf letztlich noch nicht aktivieren lassen. Da habe ich immer wieder auf diese G-Taste gedrückt, aber es hat nichts gebracht. Okay, also soweit mal ja, das Kennenlernen von diesem ganzen Geschichte. Also hier seht ihr auch, dass, dass das Gear und so weiter erhalten geblieben ist. Aber eben, genau, hier hatte ich schon einmal das, ja stimmt, das war schon einmal so ein doppeltes Teil drin. Oder eben ein schlechteres als wahrscheinlich das Uncommon Gear. Weswegen dann eben schon ein Adchance, dieser eine Erweiterungspunkt letztlich gemacht wurde. So, bei diesem Werwolf, der hat ja auch nochmal diese Spezialgeschichte, dass der keine Menschen neben sich haben möchte. Aber egal, das ist jetzt... Doch, jetzt kann ich ihn kaufen und kann den dann schon mal hinsetzen. Okay, der will die bloß nicht vor sich haben. Ja, also ihr seht, das letztlich sozusagen vom Spielprinzip her recht ähnlich. Das kann ich euch natürlich auch noch nicht beantworten, wenn ich die neu starte, ob ich die, ja, ob das hier jetzt andere Kisten sind oder ob das tatsächlich auch die gleichen Kisten sind. So, was ist denn hier eigentlich? Okay, ich muss eigentlich nur die Ghouls ausnehmen. Ich aktiviere jetzt hier mal ja, mein Clicker, einfach um hier auch ein bisschen schneller vorwärts zu kommen. Ah ja, genau, das heißt, ich habe jetzt hier auch die Mission sozusagen abgeschlossen. Und das ist natürlich das Schöne, dass jetzt hier die einzelnen Goals relativ zügig abgeschlossen werden kann. Ja, hier seht ihr jetzt schon wieder zur Abwechslung, also statt einfach nur Monster umzubringen, soll ich jetzt hier Sandwiches einsammeln. Die jetzt, letztlich droppen die aber auch einfach nur ganz normal von denen. Aber insgesamt finde ich das schon ja, irgendwo eine schöne Ergänzung, zu sagen, ja, da ist sozusagen... Ist sich Mühe gegeben worden, einfach ein bisschen Abwechslung reinzubringen, so ein bisschen eine Art Geschichte zu erzählen und so weiter. Ja, jetzt kann ich ja gleich nochmal schauen, weil da war ja vorhin auch die Aufgabe 20 Monster sozusagen ja, erst auf dem Bildschirm zu haben, was natürlich auch bedeutet, bei 20 Monstern hat die auch 20% weniger Schaden. Mal davon abgesehen, was dann allerdings, ja, wobei die Hexe macht ja keinen eigenen Schaden. Genau, also da haben wir jetzt eine neue Kiste bekommen. Aber da die Hexe keinen eigenen Schaden anstellt, kann ich eben dann auch so wie vorhin, das heißt, ich lasse nur den Klicker stehen, es gibt kein Auto-Damage. Und genau, hier seht ihr jetzt die neue Kiste. Ich habe euch noch gar nicht gezeigt, wie die Kiste aufgeht. Na, dann hole ich jetzt doch mal noch die Ruby dazu. Auch wenn es dafür ja, keine epischen Elemente gibt, dann halt eben nicht. Was war da jetzt noch? Okay, das war das mit dem genau, Event. So, und dann machen wir mal die Kisten auf. Das heißt, ihr seht schon, sozusagen die normale Kiste wartet hier. Das Spiel pausiert jetzt 5 Minuten, das heißt, die werden auch hier im Hintergrund nicht überrannt. Und da seht ihr jetzt hier, ja, okay, einmal nur Gold in Anführungszeichen. Das ist natürlich jetzt für den Anfang schon ganz praktisch. Okay, das hier ist jetzt Common Gear, das war noch nicht vorhanden. Und ja, das ist einer von diesen Buffs oben, wo ihr hier die Skills gesehen habt, so ein 2,5 Minuten Buff. So, hier sollten ja jetzt ein paar Karten mehr drin sein. Okay, ein Rare Buff ist das an der Stelle. Okay, das ist ja schon vorhanden. Das heißt, für Uncommon sollte es jetzt Enhancement Points geben. Ich weiß jetzt nicht wie viele, also ich denke 1, 2, 4 oder sowas. So, das ist wieder nur ein Buff, die ich bisher noch nicht verwendet habe. Das ist ein Rare Gear. Okay, der ist neu für den fliegenden Vogel, Greifen oder was auch immer. Und Was ist das? Okay, Warps, also wahrscheinlich auch eins von denen. Das seht ihr oben dann auch, wo jetzt neu dazugekommen ist, also der Timer. Genau, das heißt, so ein, ja, der ist dann jetzt 4 Stunden, der ist neu dazugekommen. Hier die Power Burst und Power Surge, das sind auch 2 neue, die dazugekommen sind. Und hier noch der Power Conduct, die sozusagen dort ergänzt wurden. Ja, das ist jetzt ein bisschen witzlos, weil normalerweise wird es hier, okay, da ist, achso, dann ist es nur das, okay, weil ich dachte jetzt nämlich, dass die, ja, aber das eine Equipment, was der Vogel bekommen hat, das wird jetzt natürlich nicht angezeigt, weil ich den Vogel noch gar nicht freigeschaltet habe. Insoweit ist es trotzdem, also mal sehen, ob der Stern dann wieder auftaucht, wenn der Vogel da ist. Jetzt kann ich ja erstmal noch die weiteren hier einsammeln. Und ja, wie viel habe ich jetzt? 2000. Okay, da kann der schon nicht mehr freigeschaltet werden. Dann kann ich den hier jetzt einfach mal noch ein bisschen hochsetzen. Und dann die Erweiterung dafür kaufen. So, mal den gleich auf 10. Weil der ist ja auch der, der dann den Bonusschaden macht. Okay, soweit so gut. Jetzt gucken wir nochmal bei den Achievements nach, dass das wenigstens sozusagen diese 10 Teile waren. Weil das müsste ja an sich jetzt auch sich ziemlich leicht lösen lassen. Genau, in Emo's New Moon, Free Play, get 20 Enemies on the screen und dann defeat them. So. Also, probieren wir das doch mal aus. So, die aktuelle Formation werde ich schon mal vorläufig speichern, damit ich nicht alle manuell nachher wieder reinziehen muss. Und dann, ja, weg mit euch. Okay, jetzt könnt ihr, jetzt kann das Auto-Progression wieder disabled werden. Aber es gibt keine Anzeige, oder? Ich habe jetzt nichts gesehen, wodurch irgendwie hier im Spielfeld sichtbar ist, dass es ein Auto-Progression aktiv ist. Das wäre auf jeden Fall gut, irgendwo zu sehen, dass hier irgendwas sozusagen automatisch weiterläuft. So, jetzt gehe ich ins erste Level zurück. Erhöhe schon mal dort den DPS. So, hier habt ihr jetzt sozusagen eine Treasure Box. Wie gesagt, die erinnert mich so ein bisschen an die Kiste von die Hexe kann auch angegriffen werden, aber sie richtet keinen Schaden an. Das heißt, wenn die weg ist, gibt es aber dann zumindest keinen Schaden. Ich hoffe, ich verliere dann aber nicht. Naja, werde ich ja gleich sehen. Wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh. 11, 12, 13. Ich glaube, das reicht noch nicht. Das war noch nicht genug. So, jetzt gucken wir nochmal. Okay, einmal kurz hin und her switchen. Und guck mal, dass ich den noch ein bisschen aufgepäppelt bekomme, damit der ein bisschen mehr Hitpoints hat. 66 ist natürlich auch nicht sehr viel. Mal gucken. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kommt schon 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, also der ist definitiv noch zu schwach dafür, um den sozusagen dort aushalten zu lassen. Da werde ich einfach noch ein bisschen weitergehen müssen. Ja, aber ich denke, so wie das bei dem anderen vorhin ja eigentlich, denke ich, auch schon ganz gut geklappt hat, einfach dort 20 auflaufen zu lassen. Genau, jetzt erstmal wieder die Formation starten. Ja. Ja, sobald die Monster in sozusagen Formationsbereich reingelaufen sind, kann man die nicht einfach aktualisieren und irgendwelche Leute hochholen. Die wirkt sich wahrscheinlich einfach auf alle aus. Und es gibt nur die drei, die... Wobei, nee, auf die Position wirkt sie sich nicht aus. So, dann kann ich die ja erstmal dort nochmal abspeichern. Und ja, Auto Progression enabled. Ja, aber ich würde sagen, an der Stelle kann ich euch heute jetzt ohnehin nicht mehr viel mehr zeigen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, viel Spaß beim selber ausprobieren. Oder ich werde, denke ich, hier nochmal eine Folge machen, weil es mich dann doch interessiert, was so die anderen Missionen oder die anderen Aufgaben dort tatsächlich noch bereithalten. Und das werde ich auf jeden Fall nochmal irgendwann in ein Video stecken. Und vor allen Dingen auch je nachdem, wie stark sich eben einfach dieses Spiel dann noch geändert hat. Ja, ich werde da mit Sicherheit noch ein bisschen dranbleiben. Und ja, bis bald. Tschüss.